Herzlich willkommen, meine Lieben, zu meinem allerneuesten Halloween-Snacks-Video. Ich habe heute für euch 5 leckere, süße, super gruselige Snack-Ideen für eure Halloween-Party. Ich wünsche euch schaurigen, gruseligen Spaß beim Zuschauen. Für die leckeren, gruseligen Mäuschen habe ich ein brasilianisches Schokoladenkaramell gemacht. Das nennt sich Brigadeiro und hierfür braucht man diese Zutaten. Die Erdbeeren brauchen wir für die Füllung der Mäuse und für die Brigadeiro brauchen wir Kakaopulver, Kondensmilch, Butter und zur Dekoration dann ein bisschen Zuckerstreusel und die Erdnüsse. Zu Beginn muss man die Butter schmelzen lassen in einem Topf bei niedriger Hitze am besten. Sobald die Butter dann geschmolzen ist, kommt dann die Kondensmilch hinein. Die Kondensmilch habe ich dann gut mit der geschmolzenen Butter verrührt und anschließend habe ich dann auch das Kakaopulver hineingesiebt. Das Kakaopulver wird dann gut mit der Kondensmilch und der Butter natürlich gut verrührt, bis es so eine homogene Masse ist. Und gleichzeitig wird es auch weiter geköchelt, am besten wirklich bei niedriger Temperatur. Und das so lange, bis es so eine dickliche Masse ist. Man erkennt das dann gut, wenn man dann mit dem Kochlöffel so durchfahren kann und man sieht den Topfboden, dann weiß man ungefähr, es ist schon dick genug und es spaltet sich. Dann ist es fertig. Anschließend braucht man dann einen Teller und Backtrennspray. Ihr könnt aber auch Öl und Butter oder nehmen, was ihr immer ihr wollt. Ihr müsst auf jeden Fall den Teller gut einfetten und dann könnt ihr die Masse schon in den Teller hineingeben und dann muss es eine Stunde kühlen. Nach dem Abkühlen habe ich mir dann mein Brigadeiro Schokoladenkaramell wieder zur Hand genommen. Man kann sehen, dass es eigentlich schon noch ein bisschen fester geworden ist. Ich habe dann die Erdbeeren mir vorbereitet, ein bisschen Butter für die Hände zum Einfetten und dann habe ich hier Trinkkakao. Die Erdbeeren sind die Füllung der Maus und die müssen natürlich gut gewaschen und auch wieder getrocknet sein. Ganz, ganz wichtig, die Erdbeere darf nicht nass sein, deswegen darf man das Grüne auch nicht abschneiden, weil sonst saftet die Erdbeere nach und deswegen muss man es abreißen. Ich zeige euch dann gleich, wie ich das mache. Also wie gesagt, Erdbeere in die Hand nehmen und einfach nur das Grüne abreißen. Dabei einfach vorsichtig sein, dass man irgendwie die Erdbeere nicht kaputt macht, dass sie halt nicht feuchten kann, weil das Ganze muss innen drinnen dann ja trocken sein. Sonst haftet die Brigadeiro Schokoladenkaramell nicht auf der Erdbeere. Hände mit Butter einfetten und dann habe ich mir ein bisschen von diesem Schokoladenkaramell genommen und in der Hand zu verarbeiten. Das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Das braucht ein bisschen Übung und Fingerspitzengefühl. Aber ja, ich glaube, wenn man eine Maus gemacht hat, danach geht es eigentlich schon, hat man es ein bisschen raus. Also, wie ihr seht, habe ich hier so einen Ball gemacht und dann so die Erdbeere reingedrückt und um die Erdbeere drumherum habe ich mir dann diese Schokoladenkaramell, diesen Teig, also diesen Brigadeiro, so zurechtgezogen, herumgezupfelt. Ich habe das so lange gemacht, bis die Erdbeere gut eingedeckt war und dann war es soweit und dann habe ich sie halt so vorsichtig gerollt, bis es für mich wie so eine Maus ausgesehen hat. Nach dem Formen habe ich sie dann ins Kakaopulver hineingelegt. Leider ist mir hier die Kamera ausgegangen, aber wie ihr seht, liegt eine Maus sozusagen schon hier im Kakaopulver drin und habe das Ganze dann nochmal mit allen anderen Erdbeeren wiederholt, bis ich meine Mäuschen fertig hatte. Was darf bei einem Mäuschen natürlich nicht fehlen? Das süße kleine Schwänzchen. Und das habe ich natürlich auch mit der Brigadeiro Schokoladenkaramell geformt. Das geht auch super einfach, kann man sich vorstellen. Man nimmt ein Stück und dann formt man einfach so ein langes Würstchen sozusagen und verbiegt es ein bisschen und legt es einfach auf den Teller. Und das habe ich dann wiederholt, bis ich alle meine Schwänzchen fertig geformt habe. Auf die Schwänzchen habe ich dann so eine noch undekorierte Maus- bzw. Mäusekörper schon mal raufgelegt. Aber ich würde es empfehlen, zuerst das Mäuschen in der Hand zu dekorieren.
wie ich es beim zweiten Mäuschen gemacht habe, aber ich zeige es euch dann anschließend. Also ihr seht, sind die Erdnüsse, könnt ihr einfach einmal so eine Erdnuss quasi auseinandernehmen, dann habt ihr zwei Hälften und die nehmt ihr als Ohren und als Augen und Mund nehmt ihr dann einfach so runde Zuckerstreusel, die kann man auch super reinstechen mit, ja, entweder so ein Spießchen oder auch mit den Fingern. Wenn ihr das in der Hand dekoriert, geht es einfacher. Beim ersten Mäuschen habe ich dann noch so ein bisschen experimentiert und herumgefitzelt. Aber schaut mal, wie süß mein Mäuschen ausschaut. Einfach super süß. Nachdem ich aber meine erste Maus am Teller dekoriert habe, bin ich drauf gekommen, dass es doch einfacher ist, wenn man sie in der Hand schon die Ohren und den Mund und die Nase und so weiter mit den Zuckerstreusel reinsteckt. Deswegen habe ich das dann in der Hand gemacht und wie ihr seht, bin ich dann wirklich viel, viel schneller. Also Zuckerstreusel kann man gut reindrücken, bleibt dann auch. Und dann die Ohren sind eine Erdnuss. Die Erdnuss einfach auseinanderziehen, die zwei Hälften. Und dann kann man sie so super süß reinstecken und das bleibt dann auch, das hält dann auch. Und dann kann man sie schon auf den Teller legen zum Schwänzchen und fertig ist das Mäuschen. Für meinen gruseligen, schleimigen Monsterkuchen habe ich einen Gugelhupf gebacken oder auch Marmorkuchen genannt. Hierfür habe ich diese Zutaten gebraucht. Die Mengenangabe stehen wie immer unten in der Infobox. Zuerst habe ich die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker mit dem Handmixer gut miteinander vermengt, so lange bis ich keinen Zucker mehr knistern habe hören. Anschließend kommen dann nach und nach die Eier dazu und wieder weiter vermengen, weiter verrühren, bis das Ganze so eine homogene Masse ist. Dann kommt das Mehl hinzu. Ich habe übrigens meinem Mehl das Backpulver schon untergerührt. Das mache ich immer gerne so, damit es einfach schon gut miteinander vermengt ist. Und dann abwechselnd mit der Milch, so immer im Wechsel. Und das so lange machen, bis beides aufgebraucht ist. Und natürlich wieder gut miteinander vermengen, bis eine homogene Masse entstanden ist. Ich glaube, das ist mein Lieblingssatz in allen Koch- und Backvideos. Homogene Masse. Ja, danach habe ich meinen Gugelhupfform zur Hand genommen und sie mit Backtrennspray eingefettet und ungefähr, sage ich mal so, die Hälfte des Teiges eingefüllt. Den restlichen Teig habe ich dann mit Kakaopulver und mit der restlichen Milch nochmal gut vermengt, weil das ist ja der braune Teig, also der Gugelhupf besteht ja immer, ne? Brauche ich glaube nicht sagen, immer aus einem weißen Teig und aus einem braunen Teig. Und den habe ich dann, den Kakaoteig habe ich dann darüber, also über den weißen Teig sozusagen, drüber gefüllt, nochmal schön glatt gestrichen. Und danach braucht man eine Gabel. Und mit der Gabel fährt man dann so hinein und zwirbelt so ein bisschen hoch. Wie soll ich das erklären? Also, ich glaube, viele haben schon mal einen Gugelhupf gebacken. Einfach Gabel rein, drehen, hochziehen. Und das macht ihr halt so, um einfach diese Marmor-Gugelhupf-Form hinzubekommen. Ich hoffe, ich habe es euch gut erklärt, aber ihr seht es ja. Den Marmorkuchen habe ich dann bei 160 Grad Umluft 50 Minuten gebacken und nach einer guten Auskühlzeit habe ich ihn aus der Form gestürzt. Bei mir ging er sofort raus, ohne Probleme. Ich glaube, da gibt es immer so Mythen, ob es warm oder kalt sein soll. Bei mir war er jetzt kalt und ging problemlos raus, wie ihr seht. Und jetzt beginnt der allerlustigste Teil, und zwar das Dekorieren. Dafür braucht man nur diese drei Sachen. Weiße Kuvertüre, die habe ich dann so auseinandergebrochen. Ich mache meine Kuvertüre immer in der Mikrowelle und es geht wirklich super einfach. Ich mag es nicht mehr im Wasserbad, seitdem ich es mit der Mikrowelle weiß. Wirklich ein paar Sekunden und dann ist sie schon super flüssig. Weiße Kuvertüre kann man sehr einfach einfärben, einfach mit Lebensmittelpulverfarbe. Und es geht wirklich super einfach und sie verdickt auch nicht, also das probiert das aus, es ist wirklich perfekt und dann könnt ihr einfach weiße Kuvertüre in eurer Wunschfarbe und hier in meinem Fall habe ich sie halt grün eingefärbt und danach die flüssige Kuvertüre einfach schön über den Kuchen verteilen. Ich glaube, gerade bei so Monster, Slime muss man nicht besonders genau sein und kann so ein bisschen kreativ sein. Das macht, finde ich, sehr, sehr viel Spaß und deswegen liebe ich die Halloween-Videos einfach so. Da kann man sich so austoben und nichts ist falsch. Einfach alles
gelingt und das liebe ich einfach. Ja, und nachdem ich dann mit der Kuvertüre fertig war, habe ich dann noch Augen platziert. Ich habe hier verschiedene Augen, einmal ja, welche, die so ein bisschen ovaler waren und welche, die rund waren. Also wie gesagt, feel free, da kann man sich ja schön austoben und einfach die Augen schön reinsetzen, dass es ja wie so ein geschmolzenes Monster einfach ausschaut. Ich finde, das ist ganz süß. Was sagt ihr? Für meine freche, aber gesunde Obstplatte habe ich natürlich ganz viel Obst verwendet. Wie ihr seht hier, Erdbeeren, Äpfel, Honigmelone, Mandarinen, Kiwi, Äpfel und Brombeeren. Ich habe mit den Mandarinen gestartet, beziehungsweise mit meinen kleinen Kürbissen, die es ja werden sollen. Ja, hierfür einfach nur die Mandarinen geschält und schön platziert. Mein Kürbisstiel soll hier Soletti sein. Und ja, die habe ich einfach so aufgebrochen und reingesteckt. Geht ganz einfach. Und dann habe ich mir gedacht, es sah zu langweilig aus. Deswegen habe ich mir so Pfefferminzblatt genommen und das so reingesteckt. Und hat irgendwie, ja, finde ich süß ausgesehen. Ja, dann habe ich Bananengeister gemacht. Die gehen super einfach. Hierfür einfach hier eine Banane schälen, logischerweise, die dann halbieren. Und ich habe unten auch noch so Zacken reingemacht, weil ich finde, dass es mehr wie ein Geist ausschaut, wenn man da so Zacken reinmacht, wie so ein Leintuch. Ja, und keine Angst um die Reste, die hat sich nämlich das grüne Monster, das dieses Video gemacht hat, gegessen, während sie es geschnitten hat. Mit diesem Dekoschriftstift, oder damit es eine Tube ist kein Stift, habe ich mir dann so ein Gesicht auf die Banane raufgemalt, einfach so zwei Augen und dann so einen größeren, quasi wie erschrockenen Mund. Und es ging auch wirklich super einfach und schaut ganz, ganz süß aus. Also süß, gruselig schaut es aus, nicht süß. Aus den Kiwis habe ich mir dann Frankensteins Monster rausgeschnibbelt sozusagen. Hierfür die Kiwi im oberen Drittel so einritzen, also nicht komplett durchschneiden, sondern wirklich nur so einritzen. Das oben ist nämlich, sind unsere Haare und das untere, also die unteren zwei Drittel, dann schälen. Also wirklich komplett schälen, alles abmachen. Ich habe die Kiwi dann einmal halbiert, sodass ich sie dann auch gut auf dem Teller platzieren kann und dann schon loslegen mit Dekorieren. Hierfür habe ich erstmal Solettis genommen und die dann noch in die Kiwis reingestochen. Das sind die Schrauben vom Frankensteins Monster. Dann habe ich meine Deko-Zuckerschrift genommen und die Augen schon vorbereitet. Und ich habe die Deko-Schrift als Kleber verwendet. Das heißt, ein bisschen aufs Auge raufgegeben und es dann an die Kiwi reingeklatscht. Und es hat auch wirklich gut gehalten. Und zu guter Letzt hat Frankensteins Monster auch noch einen geraden, ernsten Mund von mir gezeichnet bekommen. Ich habe auch dann noch leckere Erdbeergeister gemacht. Das ist einfach nur Erdbeere mit weißer Kuvertüre, die ich schon geschmolzen habe, wie ihr seht. Hierfür habe ich natürlich die Erdbeeren auch wieder gewaschen und das Grüne habe ich dran gelassen. Erstens, damit ich es auch gut in die weiße Kuvertüre dippen kann und es für mich so einfacher ist. Und zweitens, damit die Erdbeere einfach nicht nachnässt und die Kuvertüre einfach ja, besser haftet. Und die weißen Erdbeergeister habe ich auch ein bisschen dekoriert, beziehungsweise habe ihnen ein Gesicht mit so Schokostreusel draufgegeben. Und dann habe ich noch diese länglichen Schokostreusel gefunden und habe mir gedacht, das würde super als Mund passen. Und habe auch dann noch die dann drauf gemacht. Ist eine Fummelarbeit, aber es lohnt sich. Für meine frechen Apfelspalten habe ich einen grünen Apfel halbiert und dann gedrittelt. Das Drittel habe ich mir zur Hand genommen und vorsichtig einen Mund reingeschnitzt. Dann habe ich meine Erdnussbutter genommen und diese in diese Mundöffnung hineingestrichen. Als Zähne für meine frechen Äpfel habe ich dann Sonnenblumenkerne verwendet und es geht super einfach, die kann man super schön reinpieksen und die halten auch wirklich sehr, sehr gut und das macht so viel her, das schaut so süß aus, bitte schaut euch das an, einfach herzig, oder? Einfach ganz, ganz frech und süß.
Ich habe mir dann noch eine Erdbeere so in Scheiben geschnitten und jeweils eine Scheibe als die Zunge, die rausgestreckt ist, reingetan. Das haltet auch super gut auf dieser Erdnussbutter. Und zu guter Letzt habe ich meinen Apfelspalten natürlich auch noch Augen aufgeklebt und mit Erdnussbutter hält das tatsächlich perfekt. Zu guter Letzt habe ich dann eine Honigmelone mir zur Hand genommen, da draus einfach so eine Melonenspalte rausgeschnitten, dann die Kerne rausgemacht und die Melone enthäutet und sie gewürfelt. Und dann habe ich Brombeeren genommen. Brombeeren sind schön schwarz und ich finde, das gibt dann so einen Halloween-Touch, wenn man das so auf Spießchen drauf gibt. Ich habe hier auch so Spießchen mit so orangenen Kügelchen gewählt und einfach immer eine Brombeere im Wechsel mit einer orangenen Honigmelone raufgespießt. Und es schaut wirklich super cool aus und gibt dem ganzen Teller noch so einen schönen farblichen Akzent und hat noch mal ein bisschen Halloween-Fieber verbreitet. Mein nächster Halloween-Snack sind gruselige, blutige Muffins. Hierfür habe ich Velvet Muffins gebacken. Die sind so schön rot und wie immer stehen die genauen Mengenangaben unten in der Infobox. Als erstes habe ich eine Schüssel mir genommen und die Butter mit dem Zucker und dem Vanilleextrakt miteinander vermengt. Zur Butterzuckermasse kommt dann die Buttermilch dazu. Dann wieder ganz gut miteinander vermengen, also verrühren. Dann kommt natürlich auch mein Mehl dazu und hier habe ich schon Salz, Kakaopulver und Backpulver dazu getan und vermenge es, bevor ich es dann zu meiner Masse dazu schütte. Und dann wird das Ganze wieder natürlich gut durchgemixt. Und natürlich darf rote Lebensmittelfarbe nicht fehlen bei Red Velvet Muffins. Deswegen schön rein damit mit der roten Farbe und schaut mal bitte, wie schön unser Teig jetzt schon aussieht, bevor er noch nicht einmal gebacken ist. Hab mir dann mein Muffinblech genommen und den Teig in die Papierförmchen reingefüllt. Die Muffins habe ich dann bei 160 Grad Umluft ca. 25 Minuten ausgebacken, sie dann natürlich auskühlen lassen und erst dann habe ich das Topping gemacht. Dafür habe ich einfach Schlagobers im Thermomix steif geschlagen. Habe die steife Sahne dann in so eine Einweg-Spritzbeutel eingefüllt und dann dieses Muster rauf verziert. Und ich habe immer so ein bisschen einen Rand gelassen, damit man noch ein bisschen was vom roten Muffin sehen kann. Und habe mir dann unsere selbstgemachte Weichselmarmelade zur Hand genommen, weil die so schön blutig aussieht, finde ich. Ich finde, dieses Gelee da an der Marmelade schaut super aus, genauso wie so Bluttropfen und habe sie einfach so drüber tröpfeln lassen. Also wie gesagt, das ist super einfach, da kann man jede Marmelade nehmen, man kann sich auch eine kaufen. Sie soll einfach nur ein bisschen flüssig und trotzdem geleeartig sein. Und schaut mal, wie schön das ausschaut, wie echte Blutstropfen. Zu guter Letzt habe ich dann noch meine coolen Messer reingespießt. Das ist einfach so Cake-Dekor. Das kann man essen, das ist Zucker. Und einfach reinspießen und fertig ist der gruselige, blutige Velvet Muffin. Der macht wirklich was her. Und das Messer kann man sogar essen, nur man muss ein bisschen aufpassen, es ist ein bisschen hart. Zu guter Letzt unsere gruseligen Pumpkin Monster, die einfach süß ausschauen und super schmecken. Hierfür habe ich Brandteigkrapfen gekauft, das sind so Windbeutel, heißen die glaube ich auch. Gibt es in der Tiefkühlabteilung. Praktisch, man muss hier nichts mehr backen und kann schon gleich dekorieren. Hierfür habe ich dann wieder weiße Kuvertüre geschmolzen und mit orangener Lebensmittelpulverfarbe mir meine Kuvertüre eingefärbt, wie ihr seht, und habe ein wunderschönes, grelles Orange mir gemacht. Und dann kann es schon losgehen. Ich habe mir hier schon einen Teller vorbereitet, wie ihr seht, und dann einfach die Windbeutel in die orangene Kuvertüre eingetunkt und es dann nochmal so ein bisschen da drin gebadet, rausgeholt und auf den Teller abgesetzt. Super einfach, super schnell und das Ganze habe ich dann mehrmals wiederholt, solange bis ich dann die gewünschte Anzahl meiner kleinen Pumpkin Monster fertig hatte. Habe meine orangenen Monster dann auch noch mit Augen verziert, immer eins oder zwei, wie es gerade irgendwie gepasst hat und wie ich Lust hatte. Da kann man auch wieder kreativ sein, wie man möchte.
Und zu guter Letzt haben meine Pumpkin Monster auch Haare bekommen. Und zwar habe ich da diese länglichen Schokostreusel drüber gestreut. Gruselig süß. Einfach eine super schnelle, einfache, leckere Snack-Idee zu Halloween. Und das war es jetzt auch schon wieder mit meinem gruseligen Halloween-Snack-Video, meine Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und ihr habt schöne Ideen für euch gefunden, falls ihr eine Halloween-Party schmeißt. Wenn nicht, könnt ihr das ja auch so zwischendurch mal machen. Ist bestimmt sehr, sehr spannend für die Kinder. Und sonst wünsche ich allen Happy Halloween und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!